Ja, ich hab Hallo, jetzt... liebe Internet-Zuschauer! Ich hab die Kurve noch gekriegt! Zurück mit Bell in der Fantasy-Mod! Und Lichti ist auch noch am Start, hoffe ich doch. Ja, noch bin ich da. Ich bin gerade am Schreiben mit meinem... Ja, alles klar. So, wir probieren mal den Zauberspruch hier bei dem Dämonenritter. Sekunde, ich will mal ganz kurz noch was zu essen eben reindrücken, weil da habe ich nämlich verpennt, dass ich mich hier mal auf den Ding stelle. Das kann ich doch auch essen hier, oder? Nee, kann ich nicht. Na, er brennt nur und kokelt ein bisschen vor sich hin. Jetzt ist es vorbei mit Kokeln, das heißt, neuer Zauber. Kann man keine Blutbeutel mehr essen? Das ist ja interessant. Okay. Na, ich gehe mal in die andere Richtung. Ich meine, das ist ja nichts, was ich unbedingt essen müsste, aber. Dann schnappen wir uns den einmal. Okay, ich bin auf dem Weg, Eisrag. So, wir haben jetzt doch noch eine Folge rangehangen, irgendwie. Oh. Ui. Na komm her, du Ritter. Was ist denn das denn? Okay, das ist ein doppelter Rittberger mit Sprungeinlage. Ja, da haben die XP gestimmt. Chaos, von der Map ist alles gut. Mein Darm ist voll. Ach, Astrak. Mensch, du musst doch mal eben aufs Klo. Ja, ein Ernährungsproblem. Mach doch mal Ayurvedisch oder so. Nicht immer nur da die Fastfood-Krempel reinhauen. Ist es ein Apfel? Gut, streng genommen ist ein Apfel auch Fastfood. Weil das was, kann bin man dreimal gestorben? Unheimlich schnell essen. Okay, ich bin dreimal gestorben. Ja. Ich bin auch dreimal gestorben und einmal von Astra getötet. Und einmal von Astra getötet worden. Aus Versehen, aus Versehen. Passierte aus Versehen. Du kannst keine ja Absicht, bei der... keine Böse. So, du musst mir sagen, wo du hingehst und wo das Militärlager ist, ne? Achso, das Militärlager, jawohl, da bist du schon in der Nähe. Ja, bist du denn da oder nicht? Geradeaus und dann links. Bist wir du... treffen uns. Nee, ich gehe da jetzt hin. Ach, das mit dem, ja, ich glaube, ich habe es gesehen. Wir sind genau dazwischen. Ja, ich glaube, ich habe es gesehen. Ach, oh, komm, geh mir nicht auf die Nüsse hier. Nee, im Ober. Level up. Ja, die Minen hier in dem Militärlager zu finden, wird aber lustig bei diesem Wildwuchs hier, ne? Oder? Doch, es geht ganz gut. Das sind Radkappen, die siehst du. Ja. Da schätzt du mich aber falsch ein, Asrak. Ich glaube, der heilige Chat lacht auch. Jetzt? Ihr macht etwas Mühe. Wie soll ich die Radkappen sehen, wenn die alles so dicht bewachsen ist? Ich nehme jetzt erstmal eine Axt in die Hand. Oder du, Ja, okay, ich sehe sie. Hinter dir ist ein Ochse. Siehst du die Radkappe? Ja, ja. Okay. So, hier so. Kriegen wir Stoff ohne Ende. Aber du hast ja sonst alles gelootet, ne? Denke ich mir. Ich glaube ja. Ich bin mir nicht sicher. Hier war ein bisschen was los gewesen. Hunde und so ein Krempel. Oh. Nee, alles nicht. Ja, aber Stoff wäre echt schon gut, ne? Das lohnt sich auf unbedingt. Jeden Fall immer. Mal gucken, wie kann ich das am besten abbauen, ohne dass mir das alles hier gleich zusammenbricht. Ups. This item need repairs. Hast du einen Stein zufälligerweise? Ja, ich habe immer, das habe ich immer. Nein, ich habe gerade tue ich dir in dabei. Die Box. Ja. So, 52 Steine sind drin. Ah ja, einer hätte gereicht. In welche Box? Hinter dir, Gunbox. Ah. Ein kleiner, dreckiger Zorn. Repair. Irgendwo kommt hier gerade, ups. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Sozusagen fast. Ah, dahin. Hast du einen Baum gefällt? Ja, ja, gerade. Okay. Ey, das war ein Kohleding da. Da
Kann man die nicht auch mit der Hand kaputt machen, die Zelte? Müsste doch genauso gut funktionieren. Ja, ja, klar. Oh nee, da brauchst du einen Schlag mehr. Du kommst mit dem Kleinen da klar, ja, ne? Oder? Ach, gar keine Frage. Ja, ich frage ja nur. Er hat ausgelacht. Aua. Drecksack. Berg. Bergenschiss hier. Hat er doch ein bisschen gedauert, was? Ach. Ey, mein ja nur. Na, ich habe das, hab das ein bisschen verfolgt, ich habe auf meine XP-Anzeige geguckt und dachte mir, na, kommt da noch was? Willst du versuchen, die Kuh nochmal zu melken? Oh ja, gute Idee, wo ist sie? Hier vorne lief eine rum. Irgendwie, ich habe sie, hast du das Moon nicht eben gehört? Ich hatte sie aus den Augen verloren. Ja, irgendwo muss sie rumlaufen, die ist nicht weit weg. Hier vor mir, in Richtung Osten muss sie sein, Leute. Ah, ich sehe sie. Ah, hier vorne ist sie, genau. Vor mir. Genau, da die Richtung, ja. Also, ich finde es auch, es ist ein kleiner Bug, Lichti, dass bei den Minen sozusagen die keinen Schaden kriegen. Was? Wobei? Wenn die durch eine Mine laufen. Kriegen die keinen Schaden dadurch? Ja. Kriegen keinen Schaden. Das ist interessant. Also der Berg hat keinen Schaden. Ist mir auch bei anderen schon aufgefallen. Die kriegen keinen Schaden. Nee, das ist mir jetzt neu. Das wusste ich nicht. Ich hab dich gerettet, Azrak. Da muss ich mal gucken, warum das ist. Das weiß ich gar nicht, warum dann die jetzt keinen Schaden kriegen sollten dabei. Ich weiß es auch nicht. Ich stelle nur fest, es die ist so. Die Kuh frisst unser Zelt. Ja, das ist ja auch eine gefräßige Kuh. Jetzt merkt ihr mal. Ausgemolken. Du sollst sie merken, Mann. Du sollst den Bullen nicht töten. Ich dachte, du versuchst das nochmal. Ich merke, du lernst dazu. Ja. Schade. Musst du schon lachen. M. Krone, danke für den Follow. Schönen guten Abend. Ach, Mensch, 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 Mensch. Nehme ich überhaupt auf? Ja, das wäre jetzt echt ehrlich. Ja, ich habe noch mal Duct Tape gefunden gerade. Nicht Duct Tape, das der Kleber. Ah ja, das ist auch gut. Einen Kleber. Ja. Oh, ein Klo. Ja, toll, dann hätte ich ja auch hier gehen können. Du kannst immer noch, das Klo steht da noch. Nee, jetzt muss ich nicht mehr. Das ist, es ist aber auch schwierig, ne? Dann gehe ich noch mal. Was heißt Ernten auf Englisch? Harvest. Harvest, genau. Harvest. Achso, ja. Das ist immer, wenn man so zwischendurch Sachen gefragt wird, die man eigentlich weiß und dann überlegen muss. Ja, also ich versuche gerade mal mein Englisch aufzubessern, indem ich die Sachen nicht immer alles übersetzen lasse. Ich schreibe es jetzt in Englisch und gucke mir an, was er aus Deutsch rausmacht. Ob das ungefähr richtig ist. Ja, eine Rückübersetzung ist manchmal nicht so falsch, irgendwie so. Ah, das sieht so geil aus, das Bäumchen. Kommt natürlich auch manchmal Synonyme bei raus. Es gibt ja immer für ein Wort meistens auch mehrere Alternativen. Ich glaube, hier ist... Nee, das ist wieder ein Bär. Ich dachte, das wäre ein Nashorn, aber dann wäre das ziemlich alienmäßig, weil es keine Nase hat. Okay, pass auf. Versuchen wir mal, den Bären zu killen. Ne? Ja, du kommst ja wohl nicht hoch, ne? Der Bär hat schon Aggro auf mich. Das ist nicht cool. Mit dem Bogen auf die Nase zielen. Dann kann es sein, System. Alles klar, schlaf schön.
Dann kann es sein, dass du ihn gut triffst und er tot ist. Nee, er kommt nicht auf die Nase. Ich komme nur auf seinen Rücken. Nicht mal da komme ich gerade drauf. Ja, wenn er auf dich zurennt, hast du die Nase. Nee, nee, ich stehe über ihm. Ach, du stehst über ihm, okay. Na, dann musst du ein bisschen draufhalten. Jetzt ist er weg. Ich jetzt mal so aus meinem Sichtfeld verschwunden. Das gefällt mir überhaupt nicht. Bär, hallo, Bärchen. Hallo. Oh, da ist er wieder. Ich brenne ihn mal an. M-Krone, vielen Dank für den Follow. Dankeschön. Willkommen im Team. Willkommen in der Community. Ja, ich muss erstmal Ausdauer sammeln. Was zu trinken habe ich irgendwie. Nee, ist alles doof. Oh, da kommt ein Raid rein. Da musst du dann noch weitermachen. Vielen Dank. Ja, EdoP, danke. Oh, danke für den Raid mit 24 Begleitern. Hallo, lieber Chat von EdoP. Ich grüße euch. Das ist lieb. Ist arme Tier. Was habt ihr gezockt? 7 Days to Die. Hoffe ich doch. Oh, schön. Nochmal 10 Spells. Geil. So, wo bist du denn gerade? Oh Gott, ach, das ist... Oha, weg da. Yep, 7 Days to Die. Sehr gute Wahl. Sehr gute Wahl. Was? Wo? Ah, hier. So, dankeschön. Dich nehmen wir hier mal auseinander. Habe ich nicht hier irgendwo Messer gehabt? Dreckszwerg. Ja. So. Was macht ihr denn da? Entwickle an den Mod mit. Nee, wir nicht, aber Lichti ist hier und das ist der. Der Entwickler ist da, er kannst ihn ansprechen. Der Entwickler, genau. Da. Das Motion Capture sieht recht gut aus, ja. Ist das von den Entwicklern selbst oder Asset? Ich werde gerade gefragt, Lichti, hast du die selber animiert teilweise oder sind das Assets? Also der größte Teil sind Assets. Ist wahrscheinlich auch für eine Person alles zusammen nicht so zu stemmen. Ich bin überladen. Oder so. Dann wäre ich, glaube ich, mit meinen anderthalb Jahren bis jetzt nicht hingekommen. Wenn ich die ganze Kreaturen und das alles noch selbst werfen müsste. Und um Gottes Willen, du wirst ja nie fertig. Nee. Gut, ich habe zwar schon Kreaturen, habe da auch eigene Animationen von. Da gibt es eine Seite, wo man Animationen da kriegt. Die draufgepackt, weil manche Kreaturen sind halt werden ohne Animation angeboten. Mhm. Ja, ja, ja. Dann ist es meistens auch, kriegt man kostenlos oder was. Fleisch? Aber ach ja, stimmt, Fleisch soll ich mitnehmen. Da sind und ich wollte jetzt gerade erstmal noch mal. Für 7 Days, dann ist das halt ein bisschen Arbeit. Das ist hier die neue Fantasy-Mod. Wir testen, weil wir Beta-Tester sind, das neue Update, um es einem breiteren Publikum mal vorzustellen. Und haben zu diesem Zweck auch der tatsächlich fantastisch Lichti, den Entwickler, mit an Bord, der hier auch im TS ist und auch gerne die eine oder andere Frage beantwortet. Sehr, sehr geil. Finde ich auch sehr schön, dass er sich Zeit genommen hat dafür. Ja. Ich mache ja nebenbei weiter. Ja, trotzdem. Ja. Also ich kriege also nicht mit, was die da großartig schreiben. Es ist halt eine Mittelalter-Mod. Das ist ganz 7 Days, nur halt dann im Mittelalter mit Zauberei. Und ich habe jetzt gerade einen Feuerzauber gelernt. Das ist das Ding hier. Und... Scheiße. Ich hab einen Feuerball gegen die Wand gesetzt. Na toll. Das mit dem Mittelalter ist ja momentan eigentlich noch nicht so ganz richtig. Das wird erst noch kommen. Ja, momentan spielt es eigentlich mehr so... sag ich mal so... Hast du wohl ab? Also, blödes Vieh, wo kommst du her? Apokalypse. Mhm. So. Darum sind halt noch Reste von der Zivilisation übrig. Genau. So, das. Obwohl, ich könnte eigentlich. Geil. Na? Was darauf kommst du denn her? Klingt schwierig. Oh, ich hab hier. Oh, die töten mich noch. Die kleinen Viecher. Die Goblins? Ja, es sind plötzlich so viele dann und du musst erst immer auf den Boden gucken, um zu sehen, wer schlägt dich denn da und das Geilste ist, du kannst hier auf, du kommst an Drachen ran und kannst später auch Drachen reiten. Es ist so geil. Ich liebe es. So, ich habe gerade einen Painkiller genommen, ne, den ich gefunden hatte. Ja, richtig so. Direkt wieder verbraucht, ne? Ja.
Was ist denn das da oben? Das ist ein Baum. Vergiss es. Es sah aus, als würde da oben etwas stehen, aber war das ein Loch in der Wand? Schon mal, du musst es dir im Stream angucken, du kannst es gar nicht richtig beurteilen. Geil, es ist ein Baum. Kann es sprechen? Sehr geil. Ach, well, I love you. Das ist echt cool. Sehr gut. Oh, diese hässlichen kleinen Scheiß-Imps, die wir nicht unbedingt raus haben. Ehrlich? Ja. Stahlpfeile. Nice. Ich freue mich schon auf Giftpfeile. Mit Spinnen- und Schlangengift. Wir haben ja schon Serum. Oh shit, die bringen mich wirklich um hier. Schlangengift? Irgendwo war auch Spinnengift. Wo ist denn unser Spinnengift? Das ist bestimmt ein Kühlschrank. Seste, da wo es hingehört. So, ich könnte eigentlich noch was essen und was trinken. Ne? Das ist nicht so gut. Ihr tötet mich nicht, ihr Schweine. Ihr Schweine, ihr habt Teddy getötet. Kopfschüsse. Gib mir mal einen Feuerzauber wieder. Danke. Oh, lass hier irgendwas zu essen drin sein. Okay, die verschwinden. Über Nebenwirkungen schlagen sie ihren Ast. Viel besser. Ja, schwierig. Ich muss nach Hause. Aralunda, vielen lieben Dank für den Follow. Schönen guten Abend. Ich glaube, ich sollte langsam alles mal nach klar, Hause Edo, gehen. Mach's gut. Danke fürs Reinschauen. Danke für den Raid. Hier doch noch wegsterbe. Das wäre nicht so cool. Nein. Aber ich würde ganz gerne noch mal aufs Dach. Wie lange braucht man denn ungefähr zum Looten? Hä? Wie Gegnern, zum... Wenn du diese Teile da wieder rausziehen willst. Ach, das geht eigentlich irgendwie so. Also es klappt ja. Das sind 5 Sekunden jetzt bei den kleinen Imps zum Beispiel. Mach ruhig das Doppelte. Mach ruhig 10. Da hat man ein bisschen Luft. Meistens steht mir kurz davor und zack, ist es weg. Also ja. Da würde sozusagen die doppelte Zeit ausreichen. Wenn du es bis dahin nicht geholt hast, ist es halt weg, dann ist okay. Aber also, die doppelte Zeit. Also eigentlich immer Sumpf sozusagen um die Hälfte kürzen, das andere verdoppeln. Dann passt das alles. Auch nach 10 Sekunden mühen sie dir jetzt noch nicht unbedingt die Map zu, die verschwinden ja dann so oder so halt, ne, weißt du? Ja, das Problem ist nur, wenn die jetzt so in Türen liegen und du willst da durch. Du kannst da nicht durchrennen, du benutzt irgendwie versperren einen Block, kannst du sagen. Ja, okay. Ja, ich weiß. Deswegen, das nicht überlang, aber doppelte Zeit reicht. Ich habe über 15 gesetzt. Ja, bei den Imps. Okay. Bei den größeren. Ja, Akku sagt auch, Problem, die versperren, natürlich versperren die den Weg, ist ganz klar. Aber das denke ich, kann man aushalten jetzt. Jetzt eher besser als anders. So, hier unten da war, das hat mich interessiert. Ja. Ah, 23 Komm, Leben. Ich habe echt Schiss, dass mich gleich noch irgendetwas killt hier. Da habe ich keine Lust zu. Da brauchst du keine Angst, das passiert schon. Weißt du, da riskierst du dein Leben für eine Batschkap. Echt jetzt? Ja, alle Mütze. Ja, eine blöde Mütze. Ja, das Leben ist unfair, ne? Ja, sowas von. Wow, Rune Spirit Boom 2 oder was das war. Und noch einmal Klebstoff gefunden. Ich bin aber auch total überladen gerade. Ich muss dann echt weg hier. Mhm. Ah, hier ist noch ein Safe drin. Ja, den. Na, ja, klappe ich den noch auf? Ja, doch. Oh, 4 von diesen Goblins. Imps, ja. Da sehe ich übrigens gerade einen Tippfehler. Da steht nicht Imp, sondern IMK. Nicht IMP, sondern IMK. Aber ich notiere das gerne nochmal. Ja. Ah, shit. Die sind jetzt alle vier gleichzeitig verschwunden, dass ich nicht mehr meine Runen wiederkriegen konnte. Aber okay, ist nicht so schlimm. Ja, doppelte Liegezeit wäre gut. Ja, die hat das Spiel, also 7 Days dann, einfach erstmal eingefroren, optisch. Die waren aber noch am Brennen. Aber dann Feiertonne, ja, hatte ich jetzt keine Zeit irgendwie zu wechseln gerade.
Durst habe ich auch ein bisschen, ja. Aber das Coole ist, wenn du in Reichweite bist, kannst du, auch wenn sie auf dich zugehen, ihnen tatsächlich den Spruch abnehmen. Du musst nicht auf ihren Tod warten. Wenn du nah genug dran bist, und ja, bei, 26, bei 26 sondern, Leben wollte ich das nicht machen, weil ja, die ja, schlagen auch manchmal leider immer weiter, als ja. man glaubt. Kannst du aber nicht auf das so Bett Tipp, stehen ne? zum Heilen? Aufs nee. Bett, aufs Bett, ja, ja. Ah doch, auf fremde Betten geht's auch. Alles klar. Ja, ist ja, geändert worden. Ja, super. Trink, du musst was trinken. Wir feiern hier doch das neue Update. Gut. So, was haben wir hier? Rune Spirit, Boon 2, habe ich hier bekommen. Aha. Das kann ich dann in eine Waffe reinpacken oder sowas. Das bringt mir aber, glaube ich, was nur für Blitze. Weil es lila ist, bringt mir das nur für Blitze? Oder bringt mir das auch für... Ich habe hier ein Nova Lightning Spell. Also diese rosa Dinger, das sind Blitzzauber. Und die blauen, das sind Eiszauber. Sag mal, wenn du in Tools Punkte reingesteckt hast, ne, kannst du da nicht einen Steinhammer der Stufe 2 herstellen oder sowas? Ja, ich kann einen Steinhammer der Stufe 2 machen. Das kann man dann hab ja nicht. Habe ich mir selbst noch nicht gegönnt, aber kann man machen. Kann man dann für nächstes Mal angehen. Und, ja, unbedingt. Tiger Eye, vielen lieben Dank für die Bits. Dankeschön. Ich benutze halt den Hammer nicht. Doch, wenn du Ressourcen holst, schon, ne? Steine. Nee, ich habe einen Vorschlaghammer gefunden. Den benutze ich. Also, bis er kaputt ist, dann ist er natürlich wieder. Natürlich wieder Feierabend. Mit allem. Ja, aber diesen kann man zum Beispiel dann in den Steinshammer 2 packen, die Rune. Und dann kriegst du halt irgendwie richtig. Mehr. Genau, und deshalb. Dafür brauchst du aber halt Stufe 2. Richtig, ja. Das mit dem auf dem Bett stellen war eine gute Idee. Da muss ich öfter mal dran erinnert werden. Ich vermisse meine beruhigenden Starvation-Grünpflanzen. Die waren immer sehr beruhigend. Ja. Ja, doch. Easy going. So, mal gucken. Ich habe viel zu wenig Fotos gemacht heute. Bin außer Übung. Ja, für mich bleibt nur Steinwerkzeug über. Das stimmt. Oh. Was zum Teufel? Oh. Aua, oh, ich bin vergiftet. Verdammte Schlangen. Ach, Schlangen, die guten alten Schlangen. Oh, das hat richtig wehgetan. Oh mein Gott, oh, ich kann kaum laufen. Ja, ich bin leider komplett überladen jetzt. Ich versuche jetzt irgendwie nach Hause zu kommen. Wow. Nee. Oh Gott, Spinne und ich hoffe, die haben mich nicht gesehen. Nee. Ich werde ein bisschen länger brauchen, bis ich glaube ich zu Hause bin. Ich hoffe, ich finde nichts Gefährliches auf dem Weg. Hier sind ganz viele Blaubeeren, wo ich bin. Nehme ich aber nicht mit, müssen wir nächstes Mal holen. Weil ich bin echt schon voll. Also so richtig voll. Und okay, die Spikes machen dem Scheißvieh gar nichts. Ah, die UI-Latenzen werden auch echt immer größer, ne? Also so Tab drücken. Ja, jetzt geht's. Zwischendurch dauert es mal eine Sekunde, ne? Bis er das öffnet dann. Muss man sich mal das Serverlog angucken. Ich muss zurück. Die Rune, die du hast, geht nur in den Spellcast oder die Sorcerer's Armor. Ah, okay. Und dann kann ich die in den Spellcast mal packen, ne? Woran sehe ich, dass das hier nur da reingeht? Muss man das wissen? Ach, da steht's ja. Only Spellcast und Modify. Dann können wir die ja mal reindrücken. Oje, oje. Okay. Stimmt, stand da ja sogar nicht auch. Gut. Dankeschön. Es geht mir gar nicht gut. Maxi. Mann, oh Mann. Aber du kommst noch lebend nach Hause? Das weiß ich nicht. Also ich bewege mich jetzt in Richtung Heimat, weil... ich auch, stückchenweise. Weil ich habe Schlangengift und wir haben kein Antidot. Nee, das stimmt. Haben wir noch nicht. Das waren diese lila und grünen Flaschen, ne? Ja, genau. Ja, die sind ein Teil in der Kiste, ein Teil im Kühlschrank. Ja. Ja, aber wir haben die in leer, ne? Glaube ich. Nee, die sind voll, aber wir müssen uns Antidot erstmal herstellen. Mhm.
Soweit sind wir noch nicht. Nee. Ja, als ich da letztes Mal zu dir auf den Server gekommen bin, hattest du schon ein paar Sachen mehr, ne? War das schon diese speziellen Feuerstellen und diverse andere Sachen hattest du da schon irgendwie? So, also ich bin wieder zu Hause. Ich mach mein Inventar leer und dann gucken wir mal, ob du es noch schaffst. Testosteronextrakt. Aha, da kann man Steroide draus craften. Ja. Wo habe ich denn das her? Sieht aus wie ein Schwamm. Naja, okay. Vom Dings ist Beeren wahrscheinlich. Wir haben richtig viel Stoff. Wir haben 560 Stoff. Also allein nur das, was ich jetzt in der Tasche hatte. Stoff ist nicht unser Problem, das ist richtig. Nee, du hast ja auch nochmal bestimmt welchen. Ja. Mein Leben nimmt jetzt schön rapide ab. Ich bin noch bei 6. Ich werde sterben. Ich komme nicht lebend heim. Okay. 4. Das ist ärgerlich. 3. Leb wohl. Das war so schön mit dir, Will. Auf Wiedersehen. Mach's gut. Dann spawn mal zu Hause. Willst du ja, doch an deinen Rucksack willst du sicherlich erst noch ran, ne? Ja, unbedingt, unbedingt. Das müssen wir noch aber machen. Aber ich werde mich. Ich kann ja gleich mitkommen. Hast du noch. Hä? Immer gestorben. Ah, Red Moon ist natürlich gleich mit dabei. Gleich den Death Counter nochmal angeworfen. Ich kann eben schnell mitkommen, weil ich müsste mich sonst verabschieden. Onkelchen, danke für den Raid. Aber ich mache jetzt quasi Feierabend. Ich bin eine Stunde über meine Zeit. Aber vielen lieben Dank an dich und die Onkel Lauten. Hallo, guten Abend. Ach Mensch, sowas kommt immer zur Unzeit, ne? Ist es immer ist, so, ne? Ist ein geiles Emoji, oder? Schatz, einen schönen guten Abend. Hause, ja. Diese Effekte kommen her, wo machst die aber Schwächen? Der Verbrennungseffekt. Ah. Nabe Nockelchen. Lieben Gruß an dich und deine Community. Ich muss mich nur leider jetzt gleich verabschieden. Ich warte eigentlich nur darauf, dass Asak seinen Rucksack wieder einsammelt, der gerade vor unseren Augen gestorben ist. Wie, hast du ihn schon eingesammelt oder wie? Ja. Achso, ich wollte gerade hinterherkommen und dir sonst helfen. Nee, alles gut. Ich bin sozusagen vor zu. Also, ich habe es nicht mehr recht. Ja, okay, ja, okay. Aber du warst fast zu Hause, ne? Ja. Ich weiß auch nicht, ob man das auf einem guten Bett aussitzen könnte. So ein Gift. Also, wenn man das könnte, dann müsste Licht hinab. Dann müsste man auch ein besseres Bett bauen, ne? Ja, aber ich finde, man sollte eine Vergiftung nicht auskurieren können auf dem Bett. Wäre jetzt meine Meinung, dann müsste Lichti da nochmal nachbessern. Das wäre. Ich habe ja nicht gesagt, dass es funktioniert. Ich habe nur gesagt, es wäre cool, wenn. Kann ja sein, dass es geht. Das klingt auf alle Fälle so, als würden wir es testen. Das könntest du das mal testen, genau. Siehst du, da haben wir ihn auf eine Idee gebracht, ne? Ja, Roger, schön mag sein, dass die Vergiftung zu Anfang geht, aber die steigert sich ja. Ja, okay. Es gibt ja 3 oder 4 Stufen von der Vergiftung. Also du kannst es dann ein bisschen rauszögern und dann 10 Minuten, ja, okay. Dann kommt die nächste Stufe. Ja gut, das kann natürlich sein. Ich habe eine Bunkerbuster-Schematik gefunden. Das nur die Schematik irgendwie. High-Tech Modifications to. Kannst ja mal reingucken, da steht aber auch nicht so viel drin gerade. Die werden wir sicherlich immer noch ausprobieren, denke ich mir. Ach, den Bunkerbuster, ja, okay. Ja. Sagt mir jetzt gerade so nix, aber wir werden wir dann der sehen. Kommt in eine Picke oder so und da kannst du ein bisschen besser Steine mitklopfen. Kriegst du ein bisschen mehr raus. Ah ja, okay. Oh, das ist ja gar nicht so, so schlecht, ne? So. Ich habe die Flaschen hier reingepackt. So, ich muss mich jetzt einmal verabschieden und auch aus der Aufnahme. Wir sind auch schon wieder bei 28, 29 Minuten. Und ich muss ins Bett jetzt dringend. Es tut mir leid. Also ich muss erst noch eine Folge schneiden. Jo, genau. Es war mir ein Vergnügen. Es hat mir echt Spaß gemacht. Ich freue mich auf nächstes Mal. Wir können noch nicht genau sagen, wann. Ne? Wir haben noch nicht genau geschaut, ne? wann du kannst. Ne? Genau, ihr werdet es einfach merken. Vielleicht seht ihr die Folgen einfach am Stück. Dann hat es gar nicht so lange gedauert. Vielleicht ist eine kleine Wartezeit, aber ihr wisst ja Bescheid. Genau. Dann macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.